So, herzlich willkommen. Neues Video von Savage Scooter. Wir sind wieder im Scooter Center. Warum sind wir im Scooter Center? Du kannst mal umdrehen. Da steht der Motor. Ich habe einmal ein Hackfleisch geholt bei einem Lamp und lieber Hackfleisch, da ist die Mühle mit, oder? Es geht los. Also, das Lambretta-Projekt geht jetzt in die nächste Stufe. Das heißt, wir sind hier heute mit dem Philipp verabredet. Das heißt, wir gucken heute uns an, wie der Motorblock aussieht. Ob alles in Ordnung ist, ob wir davon alles verwenden können, ob wir irgendwas brauchen, was wir vorher nicht kalkuliert haben und und. Also wir schauen uns das jetzt alles mal im Detail an und dann sprechen wir tatsächlich auch mal drüber, was in dem Motor verbaut werden soll. Ich sehe schon ein bisschen aus wie eine Sau. Ich habe heute Morgen noch versucht, den Motor zu reinigen. Das war ein bisschen schwierig. Sechs Dosen Bremsenreiniger sind draufgegangen und das sah echt unter aller Kanone aus. Ich hoffe nicht, dass Philipp mich gleich zur Sau macht, wie scheiße der Motor aussieht. Also ich habe mein Bestes gegeben. Ich glaube aber, die haben ja auch noch die Möglichkeit, dass wir da nochmal mit dem Lappen drüber gehen können, dass wir es notfalls nochmal ein bisschen korrigieren können. So, aber ja, dann würde ich tatsächlich sagen, ich gucke jetzt mal, dass ich den Philipp finde. Und dann würde ich was sagen. Viel Spaß beim Video. So, pass auf. Erstmal schön und vielen Dank, dass du mir die Zeit nimmst. Ja, gerne. Das kann ich auch nicht. Ja. So, sollen wir mal auspacken? Sollen wir machen? Ja. Ich hab gedacht, du kannst dir nicht vorstellen, wie viel spanischen Sand ich von dem Motor runtergeholt habe. Und der sieht immer noch nicht geil aus. Also schon. Ja, da können wir noch mal gucken, ob wir da noch was machen können. Also es geht einigermaßen. Also hier waren wirklich gefühlt 20 Tonnen Sand drauf. Also meine, es geht zwar, aber meine Werkstatt sieht aus. Ey, das hier, boah. Naja. So. Sachen wie Kurbelwelle, Zylinder, die keine Wiederverwendung finden, die habe ich gleich zu Hause gelassen. Weil wir, du siehst, es ist, also diese Sachen sind zum Teil tatsächlich noch so, wie wir sie weggepackt haben damals. Ja. Da müssen wir halt wirklich einiges vorstellen. Und ganz ehrlich, gefühlt ist es von den Teilen her 30% mehr Teile als bei einer PX. Ja. So. Das, hier sind glaube ich die Zentrierungen vom Gehäuse, ne? Genau. Ja. Okay. Ohrmutter. Ohrmutter, genau. Also, ich würde sagen, sortieren mal weiter aus. Da hat jemand einen Ausschnitt gemacht, damit er mit dem Maulschlüssel besser an die eine Mutter, die etwas verdeckt liegt, kommt. Ich würde sagen, das brauchen wir auch nicht mehr. Komm, Stück mehr. Der Witz ist, ich habe, als ich das eben so in der Hand hatte, davor gestanden, habe nochmal so überlegt, wie beim Auseinanderbauen, welche Schritte haben wir gemacht, und ich habe schon gemerkt, dass wir das wieder zusammenkriegen. So, und jetzt kommen wir zur folgenden Idee. Warum bin ich heute hier wieder beim Scooter Center? Philipp hatte eine ziemlich tolle Idee und ich finde auch, dass wir die Idee unbedingt verfolgen sollten, denn es gibt irgendwie im Netz gefühlt keine Anbauanleitung oder Einbauanleitung oder ein Tutorial, wie man einen Lambretta-Motor baut. So, das heißt für mich in dem Moment auch ziemlich blöde, weil ich überhaupt keine Erfahrung mit der Materie habe und im Grunde jetzt quasi lernen will, wie man so einen Motor zusammenbaut, worauf man achtet, was wichtig ist. Das heißt, wir werden jetzt, und die Idee kam von Philipp und die finde ich super und deswegen bin ich auch ganz glücklich, dass wir das zusammen machen, wir werden jetzt für euch eine Art Videoreihe machen. Das bedeutet, wir sichten jetzt erstmal alles, was wir haben, wir gucken uns jetzt erstmal alles an und schreiben uns mal auf, was neu muss. Wenn wir dann in die nächsten Teile gehen, dann heißt das, heißt die nächsten Videoteile, die kommen werden, werden wir euch wirklich dezidiert in einer Art Tutorial zeigen, wie baue ich einen Lambretta-Motor? Was ist wichtig, worauf muss ich achten, welche Schritte sind nötig? Wir zeigen Kurbelwelle, wir zeigen Getriebe, wir zeigen Zündung, wir zeigen alles. Und wenn man sich die Videoreihe dann bis zum Schluss angeguckt hat, ist man hoffentlich, ich selber auch in der Lage, einen Lambretta-Motor zu bauen. Das ist so das, was wir vorhaben und das ist das, was wir aus diesen Brocken hier versuchen, dann am Ende des Tages einen gut laufenden 195er. Mhm. Ne, wir sprechen auch gleich nochmal über die Teile, die wir verbauen werden. Ein 195er Lambretta-Motor mit irgendwie zwischen 20 und 22 PS zu machen.
abstimmen werden wir den natürlich, können wir wahrscheinlich dann hier machen. Kann sozusagen. Machen wir entweder bei dir auf dem Prüfstand oder bei uns auf dem Prüfstand. Gut, finde ich gut. Ja, dann würde ich sagen, jetzt legen wir erstmal alles aus und dann holen wir euch gleich nochmal dazu, wenn wir hier mal ein bisschen was gesichtet haben und dann erklären wir mal ein bisschen was zu den Teilen, wie wir sie vorfinden und warum wir sie gegebenenfalls nicht mehr verwenden. Also, bis gleich. Das werden wir auf jeden Fall weiter benutzen. Da wäre jetzt mein Vorgehen, da musst du halt sagen, ob dir das so in den Kram passt oder nicht. Ich gebe mich in deine wohlwollenden Hände. Also was ich machen würde, ich würde alle Stehbolzen ausbauen, die rausmachen, alle kleinen raus, Gewinde kontrollieren, gegebenenfalls nachschneiden. Ja. Die Lager müssen natürlich raus. Ja. Diese Lendblöcke müssen raus, das unbedingt. Geht auch nur mit dem Spezialwerkzeug und mit Hitze. Das ist komm mal schauen, dann kannst du dir mal anschauen hier. Sogenannte Interreferenzpassung. Die sind völlig fertig, ne? Also da siehst du überall rissig und die Metallbuchse, die Führung, die ist auch mehr in diese Richtung als in der Mitte. Ja, also das ist jetzt wirklich nicht mehr der wahre Jakob. Die sind halt auch hier hinten, siehst du es auch, die sind halt völlig fertig, hart, alt und verbraucht. Genau, und dann auch noch die uninteressantere Variante. Es gibt die halt in klein für die 125er und 150er ja. Motoren, die frühen LI. Und es gibt die in einer breiteren Variante, da kommt 29er Motorbolzen rein, die bauen dann ungefähr so weit. Die absorbieren die Vibrationen ein bisschen besser. Also nicht, dass bei Lambretta ein Thema wäre, aber... Nein, aber ja, genau. Alles, was besser ist, können wir ja tatsächlich dann auch verbessern. Junge, aber da guckst du mal, da sind locker 40, 50 Jahre. Das ist einfach knüllehart. Ne? Ja, steinhart, genau. Gut. Da gucken wir mal. Mit viel Hitze sollten wir die rausbekommen und mit dem entsprechenden Werkzeug. Das geht auch nur mit dem Werkzeug zum Ein- und Ausbauen. Okay. Was ich auch noch machen werde, ist, ich werde für euch auch in den zukünftigen Videos alles, was wir benutzen, ob es E-Teile oder Sonderwerkzeuge sind, werden wir entsprechend die Teilenummern vom Scooter-Center werden wir einblenden und die kommen auch in die Bio, sodass ihr dann, wenn ihr was sucht, in dem Video dann auch sofort den Querverweis zum Scooter-Center findet und die Teile direkt bestellen könnt. Ne? Genau. Also ein bisschen Arbeit für dich, weil... Ein bisschen Arbeit für mich ist aber weiter gar nicht schlimm. Was wir auch haben, sind sogenannte Motorrevisionssets. Also es gibt ja auch die Möglichkeit, ein leeres 200er Gehäuse zu kaufen oder das Killer-Case. Ja. Da haben wir was zusammengestellt, dass du mit einem Klick im Prinzip alle Stehbolzen, Lager, Unterlegscheiben dir ins Körbchen klicken kannst und da halt nicht ewig rumsuchen musst und dann doch wieder was vergessen hast. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Das könnte man jetzt hier auch so machen. Wir machen es aber mit Einzelteilen. Ja. Ich merke das immer, wenn ich einen 200er Motor aufbaue bei der PX, ich habe weit über hunderte von Motoren gebaut. Und ich denke immer, ja, hast alles zusammen. Ja. Dann stehst du da vorne und hast du trotzdem irgendwas vergessen. Was immer sehr, sehr geiles Bremsnocke hinten. Ja, sowas. Immer. Ja. Gut. Genau. Haben wir hier ein spezielles Werkzeug für? Haben wir ein spezielles Werkzeug für. Also ich meine, du kannst natürlich muttern, kontern, das rausmachen. Mhm. Es gibt da so ein Montagewerkzeug. Jetzt holst du die auch mit Wärme raus? Ja, ne? Ja, sicherheitshalber. Also das ist ja schnell gemacht. Einmal Wärme, dann raus, Gewinde kontrollieren, die neuen Bolzen einkleben. Ja. Das wäre das, was wir hier noch machen. Sieht das denn soweit gut aus? Oder sagst du, worauf muss man besonders achten, wenn man den Motor mal offen liegen hat, dass du irgendwo sagst, hier, da darf nichts weggebrochen sein, da muss alles in Ordnung sein. Also ich habe jetzt mal nichts gefunden, was mich erstmal nervös gemacht hat. Also sieht jetzt auf den ersten Blick gut aus. Ja. Es gibt halt so ein paar neuralgische Stellen. Das ist einmal hier hinten, wenn das Getriebe mal geklemmt hat, dass das Motorgehäuse hier gerissen ist. Hier an diesen Stellen. Da ist aber alles super. Hier ist der Stehbolzen, an dem der Auspuff der Originale mit festgemacht wird. Der ist meistens das Gewinde oder häufig das Gewinde auch kaputt, sieht aber auch gut aus. Sind das M6er? Das sind M6, genau. Das sieht aus wie M5, kann das sein? Nee. Auch M6? Ja, das sieht kleiner aus, es ist auf jeden Fall M6. Okay. Genau, das Lager müssen wir noch rausmachen, das kommt auf jeden Fall neu. Mhm. Da sitzt hier eine Abdeckplatte vor und es ist über eine Dichtung und in Wellendicht drin gedichtet. Das gibt es aber in unterschiedlichen Varianten. Es gibt es auch, dass man die Dichtung, die auf dem Lager sitzt, weglässt und über einen O-Ring abdichtet. Okay. Das ist von Casa Performance. Das da waren ja diese Kreuzschlitzschrauben drin. Ne? Ja, genau, da nimmt man halt Imbus. Mhm. Oder halt Torx. Ich bin vorzugt der Imbus, weil Torx ist sonst an der Lambretta nicht vorhanden. Ja. Gut. Genau, dann Hinterradlager. Ja, das ist halt alles knirschig, ne? Das ist ja, das würde ich neu machen. Also früher gab es da, das ist ein Zeichnungslager, das gab es früher nicht. Inzwischen gibt es das von
Casa Lambretta, BGM und Jockey's Boxenstopp. Ich glaube, das war jetzt in alphabetischer Reihenfolge. Das machen wir auf jeden Fall auch neu, ja. Genauso wie alle anderen Lager. Was ich dann noch empfehlen würde, hier sitzt eine Messingbuchse drin, ja. Da sitzt der Schaltarm drauf. Wenn die ausgeschlagen ist, ölst da halt raus und du musst zur Demontage Hinterradbremstrommel abmachen, das Getriebe ausbauen, also die auch immer neu machen. Auf keinen Fall alt lassen. Also die Buchse, ja. Da ist jetzt so ein O-Ring drüber, so ein Dichtohrring, genau, hier. Können wir mal gucken, ob wir den wegbekommen. Die musst du aber nach innen durchschlagen. Genau, die schlägst du nach innen durch. Und setzt es dann auch mit Wärme wieder ein. Das aber auch auf jeden Fall neu machen, weil es einfach ärgerlich ist. Ja, klar. Ja. Gerade wenn du so viel drumherum gebaut hast und willst dann eben mal nur die Buchse. Ja, da hast du halt für so einen Pfennig-Artikel Bremstrommel ab und Getriebe einmal komplett raus. Also, nö, sonst sieht das Motorgehäuse gut aus. Wie gesagt, Lager neu, Silentblöcke neu, einmal alle Stehbolzen neu, wäre meine Empfehlung. Machen wir. Die sehen ja auch auf den ersten Blick noch gut aus, die Zylinderstehbolzen. Die kamen auch sehr leicht raus. Also ich brauchte nicht viel Gewalt, um die rauszuziehen. Ich würde die halt, ich weiß nicht, wie ihr das bei den Lammis macht, auch mit Fugewelle einkleben, ne? Ja. Ja, kann man auch einfach Schraubensicherung mittelfest nehmen. Das reicht eigentlich auch. Also die lösen sich dann nicht mehr. Bei der PX habe ich da tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass die sich gerne mal lösen. Ja. Gerade auch wenn du den Zylinderkopf angezogen hast und willst dann nochmal dran, drehen die sich gerne mit. Deswegen klebe ich die immer fest ein. Was mit der anderen Seite? Also mit der anderen Gehäuseseite? Ach so, ja. Also hier sind wir so durch. Können wir nochmal gucken, ob wir es noch ein bisschen sauber machen. Jawohl. Ja, steht der Plan? 6 Dosen Bremsenreiniger, ey. Ohne Worte. Wir können ja einfach mal mit dem Lüfterradgehäuse, weil es hier gerade so schön liegt, weitermachen. Da müssen wir mal gucken, was die Gewinde sagen. Da würde ich auch auf jeden Fall gucken. Das hier könnte man wahrscheinlich mal reparieren. Das sieht schon sehr mitgenommen aus. Genau, das ist aber auch kein Problem. Ja. Einsätze haben wir hier. Da würde ich auch auf jeden Fall darauf achten, dass da alle Gewinde in Ordnung sind. Ja. Sonst rappelt die Lüfterradabdeckung. Nervt ja auch. Ja. Das Lager muss noch raus. Ja. Ist klar, Segelring, Lager raus und dann am besten auch mit Hitze. Und irgendwann fällt das dann nach unten raus. Okay. Was komisch ist, dass der Wellendichtring da, haben wir den das letzte Mal Den habe ich ausgebaut. Ah, okay. Den habe ich schon rausgebaut, okay, gut. Weil das Ding so verschmockt war. Ich habe das von innen sauber gemacht. Was mich so ein bisschen irritiert hat, sind hier diese Druckstellen. Wenn du mal näher kommst, hier, siehst du hier innen diese Druckstellen? Aber das ist wahrscheinlich vom Guss, ne? Hier innen. Da, siehst du da? Hat er mal was gegen? Ich denke, da muss mal irgendwas mitgelaufen sein, oder? Mitgelaufen sein. Denn wenn du mal drüber gehst, ich weiß nicht, ob da mal was zwischen Polrad und Lüfterradgehäuse gekommen ist. Aber gut, ist ja auch nicht, also beeinträchtigt nicht die Funktion. Nein, aber es sieht halt aus, als wäre mal was mitgerannt. Das sieht halt auch gut aus. Da würde ich halt einmal hingehen, die Gewinde kontrollieren. Das hier reinigen und dann gucken, ob man das nachschneidet. Ist da auch ein Loch? Da ist auch noch ein Loch. Okay. Also da war mal eins. Da war mal eins. Jetzt ist jetzt spanischer Schmodder. Spanischer Schmodder, hier, da, guck. Da war. Ja, wie gesagt, ihr seht ja noch an dem Gehäuse, das ist halt alles irgendwie mit Sicherheit 40 Jahre lang spanischer Sand mit dran. Gut, okay. Gut. Dann machen wir mit dem nächsten großen Bauteil den Motordeckel weiter. Kickstarterwelle hast du schon rausgenommen, sehe ich. Genau. Die sitzt halt hier, die Buchsen kann man eigentlich auch mal neu machen. Also das schadet ja nicht, wenn man es einmal auseinander hat. Ja. Und du siehst ja da auch schon, dass da Spuren sind. Ja. Die klopft man halt, die klopft man nach innen raus, die andere nach außen. Ja. Das sind alles Messingbuchsen, schön. Ja, da bessere Form. Nee, sonst sieht der Motordeckel. Ja. Gut aus. Kickstarterwellen gibt es unterschiedliche von der Länge. Das ist baujahrabhängig. Ich denke, dass hier die spätere verbaut ist. Okay. Genau. Da haben wir auch nicht viel Arbeit. Gut. Können wir das gleich bei dir noch mal ein bisschen sauber machen hier? Da gucken wir mal, was wir da noch machen können. Ob wir eine Teilewaschanlage oder was anderes nehmen. Ja. So. Gut. Was sagst du? Lüfterrad liegt da noch? Ja, das ist ja eine Kontaktzündung. Fliegt raus. Fliegt raus, genau. Ja. Da kommt elektronische Zündung rein. Ja. Okay, also dann gleich in die Tüte. Kommt direkt in die große Kiste und gibt dann es hier noch Alternativen zum Chrom? Ja, auf jeden Fall. Gut. da ist der Rest von der Zündung, die Grundplatte mit Kontakten. Mhm. Und kommt auch ins Kistchen. Fliegt raus. Ja. Haben wir eigentlich guten Ton? Siehst du da was ausschlagen? Sehr gut, hervorragend.
So. Gut. Ich sehe noch was, was eigentlich direkt wegkommt. Kupplung? Das ist die Kupplung. Das kommt auch komplett neu. Kupplungsthema bei der Lambretta, vergleichbar wie bei der PX. Also das ist, haben wir bei der Lambretta die gleichen Kupplungsthemen wie bei der PX. Das heißt, mit steigender Leistung rutschen die durch. Wir haben ja auch diese kleinen Mitnehmer. Da. Ja, die sind aber... Die sehen ja noch relativ gut aus. Ne? Mhm. Also, die haben sich ein bisschen ausgearbeitet, aber sehen dennoch relativ gut aus. Gibt es irgendwas? Ja klar, mit der steigenden Leistung müssen natürlich auch die Federn oder die Kupplungsbelege angepasst werden. Das ist aber... Ich meine, ist ja bei der PX eigentlich auch kein Problem mehr. Ne? Das ist richtig. Wie viel traust du denn der Original am Bretterkupplung zu an Leistung? Nur das, also das ist ja eine Vier-Scheiben-Kupplung und ich denke, mit verstärkten Federn hält die so 20 PS. Also da ersetzt ehrlich? Du, ja, oh. Da ersetzt du einfach die Federn gegen verstärkte Federn. Die gibt es ja von diversen Herstellern. Du kannst auch noch DR-Federn da drüber machen, das hat man früher häufig gemacht. Ja. Dann hält das auch 25, 26 PS. Das Problem wird halt, die Hebelkraft, die wird halt wahnsinnig hoch am Kupplungshebel. Also du brauchst eine Männerhand. Und, ja, aber auch mit einer Männerhand, wenn du das Stop and Go machst, da wirst du halt wahnsinnig. Ja, okay. Es gibt aber genug Kupplung. Das Ritzel und so, das ist dann alles mit in der Kupplung drin? Genau, das ist alles in der Kupplung mit drin. Also das Ritzel würde ich sowieso bei Tuning-Maßnahmen nur bedingt empfehlen. Ja. Das hat halt hier ein Rückdämpfersystem drin. Ja. Ähnlich wie bei PX, da sind hier Federn. Ja. Das bricht halt gerne. Oh. Okay. Verzahnung. Also deswegen, also Kupplung machen wir komplett neu. Ist wahrscheinlich auch einfacher. Ja, und hast du einmal gescheit und dann auch Ruhe. Sonst würdest du jetzt anfangen, ein neues Ritzel hinten mit anderen Teilen zu kombinieren. Und die Komplettlösungen haben halt den Vorteil, die funktionieren halt aus der Schachtel. Da bietet ihr was an bei euch aus dem Portfolio? Was? Ja, genau. Also da gibt es eine BGM-Kupplung. Eine Superstrong-Kupplung halt auch. Also halt für die Lambretta dann. Ne? Welche Belege sind da drin? Da sind die Standardbelege drin. Okay. Also jetzt nicht das, die breiten CR-Belege, also mit dem breiten. Nee, Maschen? Das gibt es auch. Also nicht von BGM, aber da gibt es die Liedolzheim-Kupplung mit den CR-Belegen. Ja. Und in der Lambretta-Kupplung sind die Standardbelege. Das hatte damals den Hintergrund, also die Kupplung gibt es seit 10 Jahren oder so, dass es halt einfach zu ersetzen ist, wenn du mal Kupplungsbelege unterwegs brauchst oder so. Wie lange halten die Belege mit so 20 PS? Weil, keine Ahnung, 10.000 Kilometer. Ah, okay. Also da passiert auch nichts. Da ist dann vielleicht nach 10.000 Kilometern die unterste Stahlscheibe, dass sie ein bisschen eingearbeitet ist. Funktioniert aber trotzdem noch weiter. Ja. Hebelkraft am Deckel? Das können wir gleich mal am BGM-Testbike, das bist du ja auch schon gefahren. Ja, das ließ sich super schalten. Ja, ja, also und das entspannt. Ist im Prinzip die BGM-Kupplung mit dem Teflon-Zug, der mit Teflon oder PTFE-Spray geflutet ist. Und da hast du eigentlich keine Probleme. Also es ist noch nicht so wie eine COSA-Kupplung durch diesen unterschiedlichen Aufbau, aber zum Ziehen, also da machst du Stop and Go ohne Probleme mit. Ne? Ja, geil. Das ist ja, ich mag es ja immer, wenn es ein bisschen härter an der Kupplung ist, weil du gefühlt habe ich dann eine andere Dosierbarkeit. Aber wenn du da mal so 150, 200 Kilometer am Stück gefahren bist, dann hast du auch schon. Ja, ja, und wie gesagt, also Stop and Go finde ich halt den Horror mit so einer harten Kupplung. Ja. Also das war halt früher, als nichts anderes gab, außer verstärkte Feder mit DR-Federn drüber. Da hast du dann irgendwann gedacht, so gleich hängst du im Auto, das vor dir fährt. Was haben wir noch? Gut, hier ist noch mal was Schönes und auch etwas, was wir behalten zum großen Teil im Zweifelsfall. Das Getriebe. Wie war die Qualität der Getrieberäder von Lambretta im Original? Das sind ja wirklich Originale. Die Schaltkugeln. Die sind, also jetzt... Das Problem, also die Qualität, die war schon sehr gut. Ja. Über die du weißt halt nicht nach 50, 60 Jahren, was die Sachen alle schon miterlebt haben. Ja. Beim Getriebe hätte ich jetzt bei der Leistung, und das ist ja ein 115er Motor, ne? Oder ein 125er? 125er. Gut, beim 125er hast du halt einen sehr kurzen ersten Gang. Das können wir uns ja noch mal im Detail angucken. Mhm. Das funktioniert halt auch. Der erste Gang ist dann wirklich nur zum Anfahren. Mhm. Da ist halt die Frage, ob man dann ein anderes Getriebe macht oder nicht.
Also ich bin das auch schon mit dem 125er Getriebe gefahren, da machst du eine 1746er Übersetzung und dann funktioniert das. Ja. Wie gesagt, der erste ist dann halt sehr kurz und den benutzt du halt auch wirklich. Nur zum ins Rollen kommen. Theoretisch gesehen kannst du dann im zweiten anfahren. Also ja, das können wir nochmal angucken. Da gibt es halt andere Möglichkeiten an Getrieben. Habt ihr da auch was im Portfolio? Momentan nicht. Okay. Also da gibt es von Casa Lambretta, das Close Ratio heißt das. Das ist ein Vierganggetriebe. Mhm. Und es gibt von Casa Performance, das Cyclen, das ist ein Fünfganggetriebe. Das ist auch ein Testbike drin, also was du gefahren bist. Ja, ich glaube, ich würde tatsächlich gerne Viergang fahren. Ja, ich würde es damit einfach versuchen. Oder wir gucken uns das Close Ratio von Casa mal an. Das ist ja von der Getriebeabstufung super. Und aber wenn das, wenn wir über die Primär das hinkriegen, dass wir das Getriebe fahren können, und das sieht jetzt vom Verschleißgrad. Also wenn ich mir die Flanken angucke. Ja, das sieht. Hat nicht viel gesehen. Also auch bei der Nebenwelle. Also da kenne ich deutlich schlechtere Getriebezustände. Ja. Ne? Du siehst zwar hier an den Ecken und Kanten, dass es ein bisschen angesetzt hat. Ja. Mhm. Ein bisschen komm mal mit der Kamera näher, dann kann ich dir das mal zeigen. Hier, ne? Also da sieht man da so ein bisschen, so ein kleines bisschen, dass die Ecke da rundgelutscht ist. Aber wir haben ja hier nicht die Thematik mit dem Gangspringen wie bei der PX, ne? Nee. So, also von der Seite her. Gut, wäre das jetzt dann erstmal nicht bedenklich. Machen wir mit dem Getriebe weiter. Hier greift das Kickstarter-Ritzel ein. Das sieht ja auch alles noch top aus. Das ist halt gerne auch mal ausgebrochen, aber. Ja. Gut. Dann, Getriebe. Machen wir hier, guck mal. Da. Ja, aber also, das passt schon. Also so zwei, drei kleine Stellen haben wir da dran. Ja, aber das ist nichts. Wir stellen das nachher schön ein, dass das sofort ineinander greift und nicht dran vorbeirutscht. Das kriegen wir hin. Ja. Okay. Ja, und wie gesagt, nur wenn wir da sagen, das, oder wenn du sagst, das ist dir doch zu heikel. Nee, um Gottes Willen. Also das Einzige ist halt der kurze erste Gang, aber das kann man ja ausprobieren. Getriebe ist ja auch schnell gewechselt. Ja, ja, also wir kommen ja dran. Deswegen, also das ist ja das Gute. Brauchst du nicht mal einen Zylinder für ziehen. Nee. Geil. Genau. Ja, ja, Schaltklaue, also ich finde, die hat es hinter sich. Ich würde auch immer eine neue Schaltklaue einbauen. Mir ist mal eine gebrochen, die sah optisch noch ganz gut aus. Ja. Das war halt nicht so cool. Ist so auf dem Garagenhof passiert, hat dann pling, pling, pling gemacht mit der Kugel im Motorgehäuse. Das Blöde war halt, dass Hauptwellegetriebe und halt die Schaltklaue kaputt waren. Deswegen, da würde ich keine Kompromisse machen und einfach direkt ein Neuteil nehmen. Alles klar. Kiste? Vorsichtig reinfallen lassen. Wir müssen es ja nicht. Dafür ist es dann auch zu schade. Genau. Also, und es ist halt wirklich an der falschen Stelle gespart. Ja. Bei der Hauptwelle ist es ähnlich. Da ist ein relativ hohes Anzugsdrehmoment für die Hinterradmutter erforderlich. Ja. Das sind so 200 Newtonmeter. Und auch da ist mir schon eine gebrochen. Von daher gesehen verbaue ich immer eine neue Hauptwelle. Also. Wer macht die Hauptwellen? Wo kriegt man die heute her? Die gibt es von BGM, von Casa Lambretta, und es gibt auch indische Hauptwellen. Naja. Das sind Restbestände von Sihl. Ich hätte jetzt halt gesagt, wir nehmen BGM oder Casa. BGM. Ja. Genau. Und wie gesagt, also das schert dann hier ab und du weißt ja nicht, wer da vorher mit welchem Hebel draufgegangen ist, um das festzubekommen. Wer einmal gemerkt hat, dass ein Hinterrad in die andere Richtung will, ja, also der weiß, das ist scheiße. Ja. Das ist richtig scheiße. Ja. Also ich habe es bei der Lambretta gehabt, beim Abbremsen auf die Ampel, und da ist ja das Gute mit dem Metallkotflügel, der Reifen verkantet sich. Ich habe es aber auch mal bei einer Vespa gehabt, da bin ich über den Lenker gegangen. Das war nicht so cool. Ja. Also deswegen, Hauptwelle, ich würde sie neu machen. Ja, machen wir. Okay, dann auch weg. Kommt die auch weg. Also ihr seht, es ist doch tatsächlich einiges, was man so an Infos halt auch mitnimmt. Natürlich kann man sagen, wir machen hier tatsächlich Low Budget, aber ich weiß nicht, ob es billiger ist, wenn man das Ganze dann zweimal aufmacht und dann alles wieder raus, neu rein, alles wieder zusammen. Am Ende hast du die Teile sowieso bezahlt. Ja? Und doppelte Arbeit. Ich meine, gerade bei der Hauptwelle, da hängt ja jetzt auch noch ein bisschen was dran. Ne? Also, ja, wenn du unbemerkt abbiegst. Wenn du, genau, oder wenn dir das bei höherer Geschwindigkeit in der Kurve passiert oder so. Mir ist mal ein Hinterreifen, ist mir das Ventil abgerissen. Ja. Nur das Ventil abgerissen, und der war schlagartig ohne Luft, und ich komme gerade aus dem Kreisverkehr raus und beschleunige. Das ist sehr seltsam, wenn das Moped auf einmal gerade geht und du eiskalt in den Gegenverkehr fährst und gar nichts mehr machen kannst. Zum Glück kam kein Auto.
Da bin ich über die Straße, über den Bordstein in das nächste Feld rein. Also was Ähnliches habe ich auch gemacht. Das, mit einem Bretter. Landstraße und wildes Rodeo. Und irgendwann, die Wiese war zum Glück nass, kam halt die Kurve und da habe ich mir gedacht, ach nee, komm, steig mal lieber ab. Ja. Hat auch eine blutige Nase gegeben. Ja, das ist so. Also deswegen, deswegen immer Reifenluftdruck kontrollieren. Ja. Sonst reißt das Ventil nicht ab. Zu niedriger Reifenluftdruck. Das mache ich jedes Mal, wenn wir fahren, sagt sie auch immer, was machst du denn schon wieder? Da ist noch genug Luft drin. Mhm. Nee. Ich kontrolliere das. Ja. Es ist, da bin ich auch ein großer Fan von. Ja, tatsächlich, ja. So. Gut. Ach, ein geiles Lager in einem Kunststoffkorb. Das hatte ich auch noch nicht gesehen. Guck mal, ist ein Kunststoffkorb. Ach, hier ist noch eine Anlaufscheiben. Okay. Das ist ja wirklich geil. Ja, ne? Habe ich auch noch nicht gesehen. Da war der Motor schon mal auf wahrscheinlich. Oder ist das Standard? Das entzieht sich im Augenblick meiner Kenntnis. Und wenn du das nicht weißt, so. Gut, machen wir mal mit dem Antriebsstrang weiter. Kette. Genau. Ketten haben immer die Eigenschaft, sich gerne zu längen. Passiert das hier auch? Also wenn die, sagen wir mal, 30 Jahre oder 10 oder 15 Jahre gefahren sind. Ja klar, also das passiert auch. Du kannst es im Prinzip kontrollieren, indem du die Kette so hältst und guckst, wie weit die sich nach unten durchbiegt. Die sieht jetzt noch relativ gut aus. Ja. Wir müssen sie eh neu machen wegen einer anderen Getriebeübersetzung. Ja. Deswegen kommt auch die weg. Okay. Wir verkaufen Ibis-Ketten in der besten Qualität. Da ist es so, die längen sich in der Regel nicht. Ich empfehle trotzdem nach 1000 Kilometern einmal Motordeckel abmachen, gucken, ob die Kette sich gelenkt hat. Falls sie sich gelenkt hat, einmal nachspannen den Kettenspanner und dann ist aber auch für immer Ruhe. Das würde ja bedeuten, dass die unter Umständen schon vorgelenkt sind, die Ketten, wenn du sie... Ja, genau. Das ist bei den Ibis. Ja. Weil wenn die sich nicht mehr lenken, dann hast du vorgelenkte Ketten, dann hat der Hersteller schon die Ketten aufs maximale mögliche gelenkt. Dass die immer noch ein bisschen Varianz haben, keine Frage. Im Maschinenbau haben wir das gleiche Thema, Antriebe mit Ketten. Ja. Nehmen wir auch immer nur gelenkte Ketten. Weil sonst alles andere stellt sich dumm und das ist sicher wahnsinnig. Nee. Alles klar. Genau. Kette auch raus. Cool. Kette auch raus, genau. Das ist die Ölwurfscheibe. Stimmt. Die kommt auf das antriebseitige Lager. Mhm. Behalten wir. Genau, die behalten wir. Das hier ist unser vorderes Ritzel, gleichzeitig mit der Rückdämpfung. Die übernimmt die Feder hier. Das vordere Ritzel, das werden wir wahrscheinlich durch einen 17er ersetzen. Das ist jetzt Original. 15, das ist das Originale, genau. Kommt auch weg. Ja. Pack ich mal zur Kette. Das hat nicht mehr viel übrig. Ja, aber bleibt wirklich nicht viel über, ne? Aber ob du es glaubst oder nicht, auch wenn ich jetzt so ein bisschen zynisch lache, aber wenn dir jemand einen PX-Motor gibt, einen 200er Motor, sagt, mach mal frisch, nur machst den auf, bleibt in der Regel noch das Getriebe übrig. Ja, und so ein PX-Motor ist halt nochmal relativ neuer. Also Hier ist es halt nicht anders. Ne? Aber das Gute ist, dass es ja wirklich die Teile gibt. Das ist wirklich gut. Und vor allem in so vielen unterschiedlichen Qualitäten, Mengen und Ausführungen, das ist Wahnsinn. Also da ist die Ersatzteilversorgung bei Lambretta wahrscheinlich... Besser als zu der Zeit, als sie noch produziert wurden. Super. Sichert natürlich auch das Fortkommen der nächsten Jahre. Ja, auf jeden Fall. Ja, die Antriebshülse, die behalten wir. Da gibt es eine optimierte Version von Casa Performance. Die benutzt nicht mehr diese lange M8-Schraube, sondern du hast eine kurze Imbus-Verschraubung hier drauf. Okay. Und oben wird das dann mit einem großen, ich weiß nicht, 12 oder 14er Gewinde verschraubt. Okay. Aber wie gesagt, also das benutzen wir weiter. Was wir noch ändern werden, ist die Feder zur Rückdämpfung. Da nehmen wir eine verstärkte, die gibt es auch von Casa Performance und die T5R-Feder aus dem German Scooter Forum. Die bauen wir dann bei dir ein. Okay, also dabei. Leider auch weg. Fort damit. Alles so. Weg, keine Miete zahlt. Ja Mensch, dann gucken wir mal. Komm her, dann mache ich das schon mal weg. Du packst schon mal weiter aus. Ziemlich viel Altmetall. Hier die Getriebeabdeckplatte. Ja. Kennen wir von der Vespa so auch nicht, ne? Nee, das stimmt. Genau. Da kann auch nicht viel falsch gehen. Müssen halt jetzt Lager machen. Das nehmen wir so raus, das andere Sägering auf, bisschen Wärme und dann rausklopfen. Ja. Passstifte sind noch drin. Sieht auch alles gut aus. Behalten wir. Die Lagerdichte bei der Lambretta ist deutlich größer als bei der PX. Ne? Bei der PX hast du 6 Lager fertig. Ja. So, hier ist ein bisschen mehr. Und auch unterschiedlichste Formen von Lager. Okay.
Gut. Genau, dann, ja gut, Lagerunterlegscheibe kann weg. Poolradmutter haben wir hier noch mit zwei Passstiften. Die Passstifte sind vom Gehäuse, ne? Ja. Also. Und Poolradmutter machen wir auch neu. Ja. So. Die habe ich nämlich beim Reinigen, habe ich die Passstifte. Gibt es die als Ersatz, die Passstifte? Ja, klar. Ja? Gut. Also da gibt es eigentlich nichts, was es nicht als Ersatz gibt. Ich finde es jugendbar. Ja. Hier, was machen wir das dann? Ist jetzt die Frage. Also funktionieren wird er ja noch, ne? Ob das so optisch zu deinem Projekt gibt passt. Alternativen, oder? Ja. Gut, dann würde ich sagen, okay, Alternativen. Gut. Also beziehungsweise Reserve. Ja, du kannst ihn auch neu verkrummen lassen. Ja, den kann man tatsächlich noch mal pulvern lassen, aber könnte ich dem Zocki noch mal Bescheid sagen, der pulvert so gerne. Gut. Ich warte davon. Kettenspanner. Ja, Kettenspanner. Das ist der originale Kettenspanner. Da hattest du mir auch was zu erzählt, zu den Kettenspannern. Genau, also Kettenspanner unten, die Führung, die kann man lassen, je nachdem, welchen oberen Kettenspanner man nimmt. Oder Kettenführung, wenn man es ganz genau nehmen will. Der hier ist auf jeden Fall Schrott und geht früher oder später kaputt. Ja. Das ist Fakt. Der ist auch schon sehr... Ist ja auch schon verbogen, ne? Komm mal her. Also hier, das ist Metall, was abbricht, was dünn geschliffen ist, ne? So, da kann man es ganz gut sehen hier hinten. So, und dann ist der halt auch verbogen. Aufgrund des Materialschwundes verbiegt sich natürlich auch das Blech sehr, sehr leicht. Ja, ne? Würde ich auch sagen, Altmetall, da machen wir keine Gefangenen, fliegt weg. Gut, der bleibt da. Der bleibt da und da gucken wir mal, welchen oberen Kettenspanner wir nehmen und ob wir den weiterverwenden. Gut. Das hier packen wir, glaube ich, gar nicht alles aus. Das sind Schrauben. Der Motorbolzen, den nimmst du ja nicht weiter, weil es der 21er ist und wir den 29er brauchen für die großen Silentblöcke. Und 29er in der Länge. Genau. Mhm. Ja, und den Rest... Schrauben mache ich sowieso alles. Was ist das für eine Flotte hier? Damit wird die Hinterradmutter gesichert. Ah ja, stimmt. Die machen wir aber auch neu. Machen wir auch. Okay. Ja. Also, ja. Sollen wir das hier lassen oder sollen weg? Fort. Ich meine, du hast wahrscheinlich jede einzelne Schraube im Kopf, ne? Ach so, ja, das ist überhaupt kein Problem. Also ich würde das, kannst du aus nostalgischen Gründen aufheben. Oder nostalgische halt. Gründe. Ich bin da durchaus bereit, mich von den Sachen zu trennen. So, hier. Ja, jetzt. Da wird es nochmal interessant. Ja. So. Dann sag was. Konus für die Hinterradbremstrommel. Ja. Apropos Hinterradbremstrommel, wo ist die? Die steht zu Hause. Ah, okay. Die habe ich natürlich nicht mit, weil da ist noch der Reifen dran. Leg ich dir das mal zur Seite für die Hinterradbremstrommel. Ja. Alten Wellenlichtring. Das ist die Abdeckscheibe. Genau, das ist die Abdeckscheibe. Nee, Entschuldigung. Hier drin war sie. Da. Da war sie drin. Genau, da ist sie drin. Mhm. Und wie gesagt, da kommt eine Dichtung aus einem Fasermaterial drauf. Da gibt es halt auch die Möglichkeit, eine mit einer O-Ring-Abdichtung zu nehmen. Das ist dir überlassen. Das funktioniert beides. Was, wenn es einfacher ist, dann machen wir die halt sauber. Nehmen wir die? Nehmen wir die, genau. Ja, Schaltfeder. Mhm. Da liegen die Schaltkugeln, die habe ich dazugelegt. Würde ich auch neu machen. Machen wir neu. Also. Ich kann mit deiner Erfahrung nicht mithalten. Also wenn du sagst, mach du kannst das probieren. Kann aber auch sein, dass sie sich ein bisschen gesetzt hat und die Gänge springen. Ich würde... Da gibt es eine 10% verstärkt. Die würde ich da reinmachen. Alles klar, machen wir. Genau. Hat die dann einfach eine andere Federrad oder hat die 2-3 Gewindegänge mehr? Ja, eine andere Federrad. Andere Federrad, okay. Mhm. Ja, das werden wir auf jeden Fall weiter benutzen. Mhm. Und das ist halt unser Schaltmechanismus. Ja. Die Nocken sehen noch gut aus. Die Nocken sehen noch gut aus. Ja. Ja. Sehr gut. Okay. Genau. Wie man das genau einstellt, dazu kommen wir dann nach, wie gesagt, später. Ne? Ja, ich denke, bei der Montage. Sonst, ich meine, wir können das auch jetzt machen. Nee, mach mal bei der Montage, dann haben wir alles zusammen. Und dann sehen die Leute direkt im Video. Wir gliedern das dann auch. Ne? Wir machen dann ein Video zum Zylinder, ein Video zur Kurbelwelle, ein Video zum Getriebe und so weiter und so fort, Kupplung. Dann sind das zwar viele kleine Videos in einem kleinen, sagen wir mal, vielleicht 10, 15 Minuten lang, aber dann kann sich halt jeder wirklich das raussuchen, wozu er Bock hat. Ja. Ne? Ja, die Engländer haben das ganz schön benannt. Die haben das Top- und Bottom-End genannt. Okay.
also oberer und unterer Motorteil. Ja. Und dann können wir ja mit Hinterradlager-Einbau Getriebe ausdistanzieren, anfangen, uns danach die Kupplung angucken. Und ich habe gute Neuigkeiten aus Italien. Die Muster der Kurbelwellen sind fertig. Schön. Also auch da ist ein Ende hoffentlich in Sicht. Und super, Timing auch da passt. Geht's weiter. Genau, das hier ist noch der Mechanismus auf dem Motor für die Züge und die Schaltung. Da würde ich sagen, das hier können wir sauber machen, weiterverwenden. Und das hier sollte man neu verzinken, oder? Soll das so auf dem Motor? Nee. Nicht wirklich, ne? Nee. Ja. Gibt's das neu? Das gibt's auch neu. Das gibt CNC gefräst neu, das gibt's als original gegossenes Teil in verzinkt neu. Also, das ist auch überhaupt kein Thema. Ja, dann. Ja. Das machen wir auch neu. Das machen wir auch neu. Schön. Ja. Die Reihen lichten sich. Ja, aber das ist überschaubar, ne? Ja, aber das ist wie bei allem, ne? Wenn du es dann einmal vernünftig machst, dann willst du es auch wirklich vernünftig machen. So. Ja, Bremsarm, würde ich sagen, machen wir auch neu oder verzinken den oder lässt den pulvern, was auch immer, aber. Oder? Also ich meine, das ist ja auch ein Sichtbereich. Ja, ja. Gut. Das dürfte die Bremse sein. Ist da noch was drin, was. Ja, Bremse. behalten wir noch ein paar Teile. Die Ausbeute soll ja nicht zu spärlich werden. Also gut, Bremsbeläge gibt sich von selber. Die genau. Nocke. Also an der Nocke sehe ich jetzt nicht so wahnsinnig viel Verschleiß. Nö. Ja. Also, genau. Nocke können wir weiterverwenden, die Feder können wir weiterverwenden, Sicherungsringe kommen natürlich neu. Das ist im Prinzip die Befestigung für die Bremsbacken. Alte Muttern wollen wir nicht weiterverwenden, nein. Links auch nicht. Das ist die Abdeckscheibe für den Wellenlichtring hinten auf dem Lager und das ist die Platte, mit dem das festgemacht wird. Gut. Das verwenden wir auch weiter, nachdem wir es sauber gemacht haben. Oh, das ist aber schon dünne dann, ne? Dann gucken wir mal in das Hütchen. Da sind deine Teile aus dem Motordeckel. Ja. Wellendichtring weg. Ja, die Kickstarterwelle sieht noch ganz gut aus. Würde ich auch sagen, machen wir einmal sauber. Mhm. Passt. Verbauen die. Hier siehst du, dass sie bearbeitet ist. Ja, tatsächlich. Da ist es so, dass da häufig relativ wenig Platz zur Kupplung ist, zur Abdeckscheibe, der oberen von der Kupplung, und dass es nachgearbeitet werden muss. Ist auch bei neuen Kickstarter-Wellen so. Ja. Aber gut, das überprüfen wir später nochmal. Hat keinen Einfluss auf die Funktion? Nee, hat keinen Einfluss auf die Funktion. Und wie gesagt, bei neuen Kickstarter-Wellen musst du es in der Regel auch machen, dass du mit der Schrubbscheibe oder irgendwie Material abträgst, damit das nicht an der Abdeckplatte von der Kupplung drankommt. Muss man wissen. Genau, Kupplungsarm muss ja zum Rest passen. Legen wir auch mal zur Seite und gucken, wie das damit ist. Alles klar. Das ist die Welle, auf die der Kupplungsarm kommt. Genau, die Schrauben unter den Scheiben, das machen wir alles neu. Ja. Die Schraube vom Kickstarter machen wir auch neu. Kickstarter-Scheibe, das machen wir auch alles neu. Feder. Die Rampe, die behalten wir. Gut. Da ist. Über die Rampe kannst du halt das Spiel der Kickstarter-Welle einstellen und wie der greift. Das Achso, halt deswegen so die Langlöcher. Dann genau. Quasi. Das, genau. Mhm. Und dann wird der Kickstarter-Pisten, der sogenannte, der wird hier drauf geführt. Ja. Und da kannst du dann halt bestimmen, dass das sofort eingreift und du nicht irgendwie elendig viel Weg am Hebel hast. Das ist halt bei Lambretta ein kleiner Nachteil, dass der Kickstarter-Hebelweg doch relativ kurz ist. Und wenn du da irgendwie Zentimeter verschenkst, ärgerst du dich. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ich habe auf dem Prüfstand mal die eine oder andere Lami gehabt. Gefühlt ist der Kickstarter-Weg so. Ja. Also du trittst. Ja, und wenn du dann irgendwie davon noch die Hälfte verschenkst, genau. Dann. Ich stand da und habe angetreten und du rechnest, wenn du nur PX kennst, du rechnest damit, dass das Bein immer schön durchspringt. Ja. Und dann ist gefühlt nach 3 Zentimetern Ende. Denkst du, hä, was ist denn hier? Aber die Dinger springen an. Bom. Ja. Und du kannst es halt auch so einstellen, dass da kein Leerweg ist. Es gibt von MB Developments jetzt auch einen Kickstarter, der weiter nach oben baut, wo du mehr Weg hast.
Also, aber das können wir dann ja alles am lebenden Objekt uns mal anschauen. Okay, so, dann. Na Mensch, reiche Ausbeute. Gut, aber dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal sauber und dann holen wir uns mal die Lager raus. Alles das, was an Lagern, an Dichtringen und an Sägeringen raus muss, machen wir raus. Und ja. Dann gucken wir mal, wie da der Stand ist. Ja. Okay, also auf zum nächsten. Nächster Schritt, ne? Ultraschallbad. Wir legen jetzt mal ein paar Komponenten ein. Da können wir euch leider nicht mitnehmen, denn sobald das Ding an ist, ist tontechnisch Worst-Case-Szenario. Das heißt, wir legen jetzt mal los. Wenn alles sauber ist, holen wir euch wieder dazu. Dann müssen wir nämlich Lager und so weiter noch rausmachen. Aber jetzt erstmal der Reinigungsvorgang jetzt mal ohne euch, weil das da versteht ihr keinen Ton, wenn wir da... Ne? Pass auf. Das wird nicht gut. Also bis gleich. Junge. Da sieht man tatsächlich, dass die noch eine andere Farbe hat. So was bräuchte ich zu Hause. Ja, ja. Kannst auch mal riechen, das riecht so ein bisschen wie Waschbenzin. Aber muss das ja fettfrei kriegen. Kannst mal gucken, hier haben wir aber auch schon eine Verfärbung dran. Ja. Da ist schon ein bisschen Hitze dran gewesen an dem Gangrad. Ja. So. Wir haben jetzt alles gereinigt. Ihr seht, das ist das, was übrig geblieben ist. Es ist überschaubar wenig. Ja. Es ist überschaubar wenig. Aber gut, das ist tatsächlich das, was man einkalkulieren muss, wenn man so ein Projekt macht. Ist das häufig der Fall, dass am Ende so wenig... Ich würde sagen, es ist die Regel. Es ist die Regel, okay. Also da braucht man sich nichts vormachen. Ne? Gut. Also. Für euch wird das jetzt nur ein Fingerschnipp sein. Wir müssen... noch 2 Tage ins Land gehen lassen, weil wir müssen jetzt die Vorbereitungen machen dafür, dass das Video technisch entspannt weitergeht. Hast schon wieder einen Krampf in der Hand? Okay, Kameramädchen Pamela hat schon wieder einen Krampf in der Hand. Das heißt, wir beeilen uns jetzt. So, das heißt, für euch gibt es jetzt nur noch einen kurzen Schnitt und dann gehen wir in den nächsten Teil der Vorbereitung. Das heißt, dieses Video ist im Grunde das Vorbereitungsvideo und die Tutorials und so weiter, die folgen dann im Grunde im Anschluss direkt danach. Wir machen jetzt erstmal unsere Hausaufgaben, das heißt Teile zusammensuchen, Motorständer vorbereiten, wir brauchen die ganzen Sachen, Hitze brauchen wir, also sprich wir brauchen noch... Genau, brauchen das ein oder andere Spezialwerkzeug, um Spezialwerkzeug. Die Lenzlücke rauszumachen. Die Spezialwerkzeuge gibt es auch zu kaufen bei euch? Ja, klar. Okay, alles das also, blende ich euch ein. Zu jedem Zeug, was ihr in diesen Videos seht, gibt es Artikelnummern, die Querverweise, in der Videobeschreibung gibt es dann die Teileliste und den Link. Damit ihr... alles habt, was ihr braucht, wenn ihr dieses Projekt angeht. Und vor allem das Tutorial, wie man es benutzt dann demnächst. Auf jeden Fall. Und im Idealfall mache ich es dann erstmal falsch, damit du es dann richtig machst, damit dann jeder sieht, wie es richtig funktioniert. Nein. Schauen wir mal. Also, es ist wenig übrig geblieben. Es ist jetzt aber alles tatsächlich sauber. Es sind hier und da noch ein bisschen spanische Prärie hängt noch dran, aber die lassen wir dran, weil der soll wieder laufen, der Motor. Der wird jetzt kein Show- und Scheinroller, sondern... das soll einfach gut funktionieren und ein gutes Maß an Leistung haben. Gut. So, da würde ich sagen, wir sehen uns gleich und wir sehen uns spätestens in 2 Tagen. Also, so machen wir das. Bis gleich.